Tier oder ein Vogel. Alles ist Sadaqa, alles ist Almosen. Und deshalb haben die Gelehrten, die diese Ansicht sind, da haben sie gesagt, hier, als man diese Pflanze gepflanzt hat, da hat man nicht zum Beispiel damit abgerechnet, dass ein Vogel davon isst. Barakallahu fikum. Sie haben damit nicht abgerechnet, dass das gemacht wird. Und trotzdem bekommt man Lohn. Deshalb, barakallahu fikum, der Muslim sollte in seinem Leben so immer diese Absicht haben. Wenn ich hier lebe und Gutes mache, dann mache ich das für Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist diese allgemeine Absicht, die jeder Muslim, barakallahu fikum, tut. Und hier müssen wir unterscheiden zwischen einer Absicht, die dabei ist, und einer Absicht vielleicht, die ein Muslim vergessen hat. Aber trotzdem, man bekommt Lohn dafür. Und ein Mu'min wird belohnt, auch für ein bisschen, wenn man das seiner Frau nachreicht. Subhanallah. Das ist jetzt, du hast deine Frau, du kaufst für sie Essen oder für dein Kind oder für dein, sage ich jetzt, Familie, und du bekommst dafür Lohn, obwohl du verpflichtet bist eigentlich, dass du für deine Familie sorgst. Und deshalb, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, dann kommt diese große Regel in unserer Religion. Und die Regel heißt, wenn du etwas von der Gewohnheit, Leben machst und du dabei tust du das, weil du kein Haram begehen willst, weil du nicht Schlechtes machen willst, dann wirst du dafür belohnt. Das sind Halal-Themen. Wir haben doch gesagt, heute auch haben wir erklärt, Al-Ibada und Al-Ada. Wir haben normalerweise gesagt, für Al-Ibada normalerweise bekommst du Lohn. Aber für Al-Ada gibt es nicht. Das ist Halal. Aber wenn du ein Ada praktizierst und du willst sozusagen, deine Absicht ist dabei, dass du diese Ada machst, damit du kein Haram begehst und damit du deine Ibada besser machst, dann wirst du auch belohnt. Deshalb dein Schlaf, Essen, Trinken, Pause, alles wird für dich als Lohn angerechnet. Überleg dir, du arbeitest, du machst eine Arbeit. Alles, was du auf dieser Arbeit machst, bekommst du dafür Lohn. Auch deine Pause, auch wenn du zu Hause bist, auch wenn du mit deiner Frau bist, auch wenn du mit deinen Kindern spielst, du bekommst dafür immer Lohn. Und das ist, barakallahu fikum, wirklich die Wahrheit in unserer Religion. Das heißt, man will nicht mit Leuten sitzen, die schlecht sind. Dann bekommst du dafür Lohn. Weil diese Leute schlecht sind, ich will nicht mit ihnen sitzen. Du suchst nach Leuten, die gut sind, damit du mit ihnen bleibst, dann bekommst du dafür Lohn. Du betest, du bekommst Lohn. Du fastest, du bekommst Lohn. Natürlich, barakallahu fikum, bei manchen Themen, die Absicht muss stimmen, das ist bei religiösen Themen, die Absicht muss da sein und die Handlung muss, barakallahu fikum, nach Sunna sein. Das ist ein Thema. Das andere, barakallahu fikum, sagumullah khairan, ist das Allgemeine, was man tut. Das Allgemeine, was man tut für die Leute, wie zum Beispiel eine Pflanze zu pflanzen, das wird zu Baum und von diesen Früchten kommen Menschen, die essen davon, Tiere, die fressen davon, Vögel, dann bekommst du davon, dafür Lohn von Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Mann, der hat Geschlechtsverkehr mit seiner Frau und stillt seine Begierde, aber die Absicht sollte, bei manchen Gelehrten, die Absicht ist da, damit man Kinder bekommt, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Das sollte die Absicht sein. Dann bekommt man eher mehr Lohn als das einfache Beiwohnen, ohne dass man diese Absicht hat. Aber weil man keine Sünde machen will. Und deshalb, barakallahu fikum, soll man das im Kopf behalten. Du bekommst Lohn für alles, was du machst. Alles ist immer mit Almosen verbunden. Aber du bist die entscheidende Person in diesem Zusammenhang, barakallahu fikum. Der Prophet sagte,
soll ich euch nicht erzählen, was die besten Taten für euch sind? Das ist besser, als dass ihr gegen eure Feinde kämpft. Und das ist besser, als, und ihr bekommt dafür Rangstufen im Paradies. Und besser als Spenden von Gold und Silber. Da haben sie gesagt, ja. Der hat gesagt, dass ihr Allah subhanahu wa ta'ala erwähnt. Und das in dieser Überlieferung ist, subhanallah, barakallahu fikum, die Sahaba, die arm waren, die haben gesagt, oh Gesandter Allahs, sie bekommen alles. Und was ist mit uns? Wir können das nicht schaffen, was sie tun. Aber es gibt eine andere Überlieferung. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die Armen von meiner Umma kommen ins Paradies vor den Reichen mit 500 Jahren. Das wird erstmal kommen die Armen und dann die Reichen. Warum? Weil die Reichen, die haben mehr Vermögen gehabt und der Muslim wird am letzten Tag nach seinem Vermögen gefragt, woher hast du dieses Vermögen und was hast du mit diesem Vermögen gemacht? Die Armen haben nicht viel. Die Armen haben nicht viel. Deshalb, das wird bei ihnen schneller, sage ich, abgefertigt. Aber bei den anderen, bei den Reichen, die haben sehr viel. Deshalb, die werden gestoppt. Und das ist auch eine, sage ich, barakallahu fikum, zufriedenstellende Antwort. Dass man sagt, wenn man sagt, ja, dieser Arm, dieser ist reich, warum hat Allah das gemacht? Allah hat die Weisheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, warum er Leute arm gemacht hat und Leute reich. Es gibt Leute, wenn sie arm bleiben, ist es besser für sie, arm zu bleiben. Allah. Und es gibt Leute, wenn sie reich bleiben, das ist besser für sie. Und es gibt Leute, wenn sie reich werden, ist besser. Und andere, aber Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet das am Ende. Aber manche Leute sagen, wenn wir reich werden, dann werden wir das tun und das tun und das tun. Aber wenn sie reich werden, dann werden sie geizig und die spenden nicht. Und die machen das nicht, was sie gesagt haben. Deshalb, man sollte nicht denken, dass Reichtum immer besser ist. Das stimmt nicht. In unserer Religion, was besser ist, das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala zufriedenstellt. Wenn du reich bist und du spendest für Allah, dann ist es besser. Wenn du arm bist und du erwähnst Allah und du fürchtest Allah und du zeigst Geduld, das ist besser für dich. Und immer davon ausgehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit dir das Beste will, subhanahu wa ta'ala. So, manche Leute, die reden heute über Islam und sagen, ja, schaut mal eure Religion. Wir sagen ihnen, sagt uns eine Religion, die solche Themen behandelt. Wenn du mit deiner Frau Geschlechtsverkehr hast, dann bekommst du dafür Lohn. Ja, bei manchen, die haben Salibat. Du darfst nicht mit Frauen was anfangen, weil das schlecht wäre. Aber die behaupten, dass der Gott mit einer Frau was zu tun gehabt hat. Subhanallah. Sie dürfen keine Kinder haben, aber ihr Gott hat Kinder. Subhanallah. Wie logisch. Andere, die sehen diese Themen, auch Geschlechtsverkehr mit Frauen und sowas, die sehen das als Themen, die schlecht sind und nicht gut sind und sowas. Aber in unserer Religion, nein. Wir sind eine realistische Religion. Reality haben wir. Ja, natürlich, weil wir alles behandeln. Wir behandeln alles. Rahim Allah und Nisa al-Ansar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Frauen von Ansar Barmherzigkeit schenken. Ihr Schamgefühl, pass auf, der Prophet hat bestätigt, dass sie Schamgefühl haben, dass sie Haya haben. Ihr Schamgefühl hat sie nicht verhindert, dass sie nach ihrer Religion fragen. Und deshalb kam eine Frau zum Propheten und die fragte ihm nach Haid. Nach Periode und nach solchen Themen. Das ist unsere Religion, Alhamdulillah. Wir schämen uns nicht für unsere Religion, sondern wir sind stolz, Muslime zu sein. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und wir wissen, dass wir, wenn wir für Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Leben wirken, dann werden wir das Beste bekommen. Aber wenn wir das nicht tun, dann haben wir selber verloren. Das sollte, sage ich jetzt, ein wirklich richtig nur in unserem Leben sein. Die Sahaba, radhiyallahu alaihim, fragen nicht, wie sie reicher werden im Leben und wie sie mehr bekannt werden im Leben und sozusagen, wer berühmt wird und sowas. Nein, die haben gefragt, wie können wir handeln, damit wir ins Paradies kommen?
Wie können wir Wetter eifern, damit wir besser werden, indem sie spenden wollten, indem sie Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen wollten. Und deshalb, man sollte diese Möglichkeit nicht verlieren. Subhanallah, nach jedem Gebet, 33 Mal, Subhanallah, 33 Mal, Alhamdulillah, 33 Mal, Allahu Akbar. Und dann bei 100, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Deine Sünden werden verziehen, wenn die wie die Meeresschäume sind. Und keiner hat Besseres gemacht, außer einer, der mehr gemacht hat als deine Person. Und Allah subhanahu wa ta'ala bringt dich ins Paradies dadurch. Du hast die beste Tat gemacht. Aber subhanallah, schaut mal heute, wenn der Imam sagt, subhanallah, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Die Leute sofort, raus. Die sitzen nicht da, damit sie Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Aber das ist, deshalb, barakallahu fikum, Paradies hat Stufen. Und nicht jeder wird an Al-Firdaus kommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ich werde Hadith 26 mitnehmen. Barakallahu fikum, das wird mitmachen heute. Weil die Bedeutung ist das Gleiche. Also wir brauchen auch nicht viel drüber zu sprechen, barakallahu fikum, sagt Allah. Und zwar, an Abi Huraira radiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulamiyyin minan nasi alayhi sadaqa, kullu yawmin tatlu'u fihi ash-shams, ta'dilu bayna ithnain sadaqa, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu alayha أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. Das Hadith bei Bukhari Muslim. Abu Huraira رضوان الله عليه berichtet. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sagte, jedem Glied des Menschen obliegt ein Almosen jeden Tag, an dem die Sonne aufgeht, zwischen zweien. Gerechtigkeit zu stiften ist ein Almosen. Einem Mann mit seinem Reittier zu helfen, ihn darauf zu heben, oder sein Gebäck darauf zu heben, ist ein Almosen. Das gute Wort ist ein Almosen. Und mit jedem Schritt, den du zum Gebet gehst, gibst du ein Almosen oder bekommst du ein Almosen. Und ein Übel aus dem Weg zu räumen, ist ein Almosen. Das ist bei Bukhari und Muslim. Wenn man merkt, das ist Barakallahu fikum, sagt man nachher die gleiche Überlieferung. Aber